Hey Leute, hier ist der Jules, wieder mit Pitcam an Start. Und heute ist wirklich ein Herzensprojekt hier mit am Start, und zwar meine Boys von Akuma 6. Mit Jan und hier Kiro am Start, das ist richtig nice. Jungs, wie fühlt ihr euch hier in der Ecke? Voll nice. Also ich bin echt gern hier. Geil, Digga. Geil. Wird noch. Mega. Und dann, heute geht's auch richtig auf Tuchfühlung, denn es geht nämlich wieder um Behind the Ink. Und ich würde auch vorschlagen, wir starten wieder slow. Was ist denn euer favorite Tattoo? So, ich fange mal mit dir an, Peppi. Wie? Jetzt so overall so? Oder? An dir, an dir. An mir? Hast du nicht gesehen? Boah, okay. Ja, guck, ich habe hier so ein Flegel mit so einem. Das wollte ich schon immer haben, und es hat ehrlich ein paar Jahre gedauert, bis ich mir gedacht habe, so, das holst du dir jetzt. Jetzt habe ich es. Und wurde auch offiziell von meinem Tätowierer getauft, so. Als ich es fertig hatte, kam er zu mir: Jetzt gehörst du den Assis. Also, hat das jetzt für dich so Bedeutung, oder ist das eher so, weil du zu den Assis gehören willst? Nee, finde ich geil. Und bei dir, Bro, bei dir, das Bro? Das war dein Favorite? Das war dein Favorite. Das war mein Favorite. Okay, mein Favorite, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich mag jedes Tattoo gleich gern. Aber Favorite schon einfach, weil ich am zufriedensten vom Stechern oder beim Stecher war. Das war mein geilster Stecher, den ich also abgesandt habe. Ist halt das Hand-Tattoo halt, das bist so jung, das hier bis hier runter geht. Hier so, das ist die Rose, und als kleiner Star Wars-Fan, also eigentlich großer, also so groß. Aber ein kleines Detail hier, das Allianzzeichen, weißt du, von Star Wars, so ein bisschen abnerden, so reingeschoben. Und diese wunderschöne Rose, weil, und natürlich Jedi, so als Star Wars Fan, so Jedi, weil, okay, Sith ist auch in mir, aber der kommt auf andere Seite, dann, das kommt noch. Also ich weiß ja von euch das größte Secret, also Peppi, Kiro tätowiert ja auch dich, ne? Weil Peppi tätowiert ja auch gerne selbst, und du stellst dich da zur Verfügung. Was ist denn so dein Favorite von was er dir gestochen hat? Favorite? Es ist halt weiter unten so. Es ist schon weiter runter. Da muss die Kamera mitmachen. Eichel, ne? Also nicht ganz. Was nicht ist, kann ja noch werden. Soll ich zeigen, so, was ist denn der Favorite? Eigentlich ist mein ganzes Bein mein Favorite, weil er hat das ganze Bein gestochen. Dann zeig noch nicht zu Ende, weil immer Zeit ist schwierig, weißt du, immer Zeit. Die Farben, die hier laufen bald ab, ne? Ja, stimmt, er hat jetzt also, so. Also Olli Sykes hat bei uns 2 Millionen Klicks gekriegt, dass er die Hose runtergelassen hat. Echt? Ja, okay, das ist ein Unterschied. Was soll ich da mich messen mit? Das kann ich nicht machen. Okay, pass auf. Also, ich habe immer lange Shirts an, deswegen wird das jetzt nicht so spannend. Das wird nicht so spannend heute. Also, ich habe hier einiges. Also, man muss hier bedenken, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich habe hier noch Strümpfe an. Also, das muss dann auch nochmal runter hier. Das ist meine Hose, die ist von zwei Teilen gemischt so. Also, das ist zwei Teile. Also, das ist hier einmal, es hat hier angefangen. Das sieht jetzt nur so falsch aus, so ein bisschen. Ne? Es hat hier angefangen. Mit Pikachu und Pichu, das, ich bin halt ein Pokémon-Fan, so, man sieht es vielleicht. Und hier den Kakashi noch von Naruto, dann hier den Link von Zelda. Und dann hier, es hat noch nicht hier mit dem Coloring so funktioniert, wie soll. Also das wird doch so funktionieren. Also es sind keine Farben da, ist richtig. Ja, und das ist eigentlich eine witzige Story, weil der Son Goten hier, das ist eigentlich auch ein Insider, weil das steht für mich und mein Bro, der Jules, der kommt noch hier als Trunks hin, so. Wisst ihr, was ich meine? Trunks von Dragon Ball. Mhm. So, das wird schon geil. Also, ich meine. Und Peppi hat hier die Füße vergessen, weil keine Ahnung, was wir an dem Abend. Wir waren. Zu tief ins Glas. Nee, ja, vielleicht. Oder? Kann sein. Aber ich meine, bevor du die Hose wieder hochziehst, lass die Hose nochmal unten. Weil ich dachte mir, ich habe gerade einen Kuli gesehen. Ich meine, bevor das alles zu lange dauert und ich niemals auf deinem Bein verewigt werde, dachte ich, könnte Peppi dir auch einen Trunks aufs linke Bein malen. Auf keinen Fall. Oder der könnte meinen Chester-Tour mal vollenden. Mach du den doch, guck mal. Ich mach's. Ich mach's. Dein Trunks, so wie du ihn haben. Also wie du ich ihn... Den mach ich dann auch genauso. Wie ich meinen Trunks halten würde, würde. Genau, wie, guck mal. Der kommt dann auch so drauf. Also, genau. Also erstmal malt man ja beim Mangas immer den Kopf. Boah, ist der groß, Junge. So. Der hat doch einen Kopf jetzt, der hat doch, Arm noch. Der hat doch so einen Seitenscheitel. Also, weißt du, Bro, jetzt streng ich wirklich jetzt mal an. Ja, genau, der hat so einen Seitenscheitel. Das ist schon mal gut. Und, aber da ist Ende mit dem Kopf, oder was? Dann kommen hier die Augen. Gefällt mir. Dann so immer so Augenreflexionen. Aber guck auch, dass es genau parallel zu ihm ist, ne? Ja, genau. Ich meine, der hat das Kinn an so.
Die Proportionen müssen stimmen, ne? Ja, die Fäuste. Warte mal ganz kurz, vom Tätowieren aber dann nochmal rasieren, ne? Also, so. Das rhymes. Also, ich würde sagen, so würde ich ihn gerne gestochen haben. Also du oder bei mir? Also, so bei mal. Dir. Okay, dann darf ich nicht schwitzen heute Abend. Also, würdest du... Peppi soll sich auch nochmal ausziehen. Ist so das Vertrauen auch in Peppi da so groß, dass du auch sagen würdest, hey, aus diesem Gescribble macht er noch was Cooles? Ja, ja, bestimmt. Also, wir müssen so tief genug ins Glas schauen, dann gefällt mir das schon. Dann gefällt mir das schon, oder? Also, bei Akuma 6 wird sich selbst schön getrunken. Mal zu dir, Peppi. Ich meine, was ist so dein so Tattoos, die du vielleicht noch haben willst und so? Hast du da was am Start? Ja, in Ausblick. Ich hab eins. Also das nächste, ich mag hier also so ein bisschen klassisch, so ein bisschen klassischer, ne? Aber als nächstes, wir machen auch so Japan-Anime-Kram. Als nächstes möchte ich einen Frosch haben. Dann haben wir einen Kimono, der so Kill Bill-Style, Karate-mäßig. Da steht, und es soll bitte auf meinen Unterarm. Also Tätowierer da draußen, wer Bock darauf hat, bitte einmal melden. Ja, ich bin ready. Nice. Umsonst. Ich will dich unterbrechen jetzt. Nein, so, sieht nicht so aus. Sieht so aus. Er hat auch, was man immer sagt, ein Chess-Piece, so, ne? Und ich auch. Und meine Mutter sagt immer, das ist die Eule. Bei mir ist es aber nicht die Eule, bei ihm ist es die Eule. Zeig mir deine Eule jetzt. Das ist auch nochmal interessant, weil wir haben beide Eulen. Er hat die wirkliche Eule, ne? Würdet ihr sagen, dass es eine Eule ist? Ich weiß es nicht, ob ihr Zelda gespielt habt, aber es ist auf jeden Fall keine Eule. Ja. Da sieht zwar so aus, aber es ist keine Eule. Ich hab halt die klassische Eule, ne? Speckbauch. Ja, Mann. Ach so, vor 10 Jahren so, das war halt so das In-Tattoo zu der Zeit. Jeder braucht einen Totenkopf, jeder braucht eine Eule, da war ich natürlich dabei. Ja, geil. Hier. Gefällt mir. Finde ich immer noch geil. Also würdest du auf jeden Fall nochmal genau so stechen. Nochmal genau so. Mega genau, nice. Was bereuen wir? Nix. Das ist wichtig, das ist schon wichtig. Bereue ich schon was? Also ich habe da schon ein Tattoo auf jeden Fall im Blick, was du auf jeden Fall bereuen würdest. Und zwar hier das Waschlappen-Tattoo. Weil wir dachten, wir legen extra Hand an und machen nochmal neue Tattoos, weil ist ja auch Kindheit, ne? Man hat sich ja schon früh, ne, mit Tattoos vollgeklatscht, aber mit dem Waschlappen. Ja, und, ich kann es erzählen. Man macht das ja, guck mal, man macht ja nicht einfach so Tattoos so, außer man ist betrunken. So, ne, Vergangenheit. Aber ich will mir halt echt überlegen, sowas dahin zu machen und dann will ich wollte mal zu Proof einfach mal was tragen so an der Stelle, ob mir das dann auch so gefällt. Ja, okay, ich hatte einfach von dem letzten Banzai-Manga-Magazin noch ein paar Tattoos gefunden, dachte es mir so, cool. Okay, scheiße. Ja, Leute, wie viele Banzai-Tattoos habt ihr noch übrig? Schickt sie gerne ein. Jan kleistert sich damit voll, auf jeden Fall. Also, genau. Noch Shoutouts an irgendwelche nice Tattoo-Vierer, die ihr hattet? Also nicht die ihr hattet, also mit denen ihr ein Tattoo hattet. Ja, Shoutout an Black Acid Tattoo in Köln, beste Tätowierer, Liebe geht raus. Und Shoutout auch an Phil, wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal Instagram-mäßig? Pinos? Pinos? An Pinos für das geile Hand-Tattoo, Dankeschön, Kuss geht raus, Bruder. Ja, danke Leute, also bis demnächst zum nächsten Tattoo Inside Stories Auspack Video Behind the Ink Pitcam. Ciao.